Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf NF Marsch. Im Marsch kriminell. Krimi ist es nicht, ist alles easy peasy, ne? Ich hab hier gerade Feld 10, sind jetzt die Ballen gepresst, ne? Wir schicken den jetzt zum Hof. Damit der. Die andere Ballenpresse. Ja, so ist der Plan, dann kann der nämlich anfangen Heu zu pressen. Die Ballen formen wir dann später ab, da machen wir jetzt gar keinen Stress. Weil der 800er ist hier fast fertig mit Schwaden, wenn der mit Schwaden fertig ist, hier auf der 41 kann der rüber, fahren wir den zum Hof, dann nimmt der den Ballensammelwagen mit und dann kann der Ballen abfahren. Der ist auch nicht so laut. Da kannst du mit arbeiten, ne? Also, ja. Ja, mein Shader musste ich ein bisschen umstellen. Ja, ich hatte gestern Grafikkarten-Update. Nee, vorgestern. Seitdem kriege ich den gar nicht so eingestellt, wie er vorher war. Dann kann ich mich drehen und wenden, wie ich will. Wenn er in der Innenansicht fährt, sieht scheiße aus, aber so von außen, finde ich, sieht es echt. Ja, okay, der Real Light Mod, der macht das ein bisschen, aber. Sieht's gut aus. Was war das? Tubulek, danke. Muss man ganz ehrlich sagen, ne? Ja, der ist fleißig jetzt in unserer Düngung, also in Lungenauftrag, ne? Weil unser Feld ist fertig gedüngt. Junge, 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 ihr seht's auch an den Kohlen, ne? Also das frisst schon ordentlich Kohle jetzt im Moment wieder, ne? Also gut, dass wir mal nichts weggetan haben. Hier ist jetzt fertig gedüngt, ja? Das waren auch, der ist, glaube ich, 2 oder 3 Mal Dünger holen gefahren noch. Also das war schon ordentlich, ne? Aber wie gesagt, das ist fertig gedüngt. Warum er hier nicht gedüngt hat, weiß ich immer noch nicht. Aber werde ich auch irgendwann noch wieder rausfinden. Das ist halt so im Leben. So, jetzt ist natürlich. Guck mal hier, der ist auch so scheiße gedüngt. Warum machst du das? Kein Plan. Ich kann es euch nicht sagen. Weiß ich nicht. Jetzt ist natürlich die große Frage, ne? Wir haben ja jetzt noch 2 Flächen praktisch auch vor uns über. Wie wir das machen, weil der 39, der ist hier fleißig am Steine sammeln, der ist noch gar nicht dazu gekommen, ja, hier irgendwas zu fabrizieren. Ich hoffe, das klappt mal hier. Den habe ich hier hingeschickt zum Steine sammeln, der hat eine Flugmission gemacht, ja, läuft, ne, ja, Rübenmission läuft, ne, die fahren fleißig ab. Wir haben jetzt hier schon, lass mich lügen, haben doch eben gesehen, ne, ja, es ist halt grell, aber es geht nicht anders. 78%, ne? Da kannst du nicht so ganz nachgehen. Meist steht dann hier noch ein bisschen weniger oder ist das hier auf 0 und wir fahren immer noch ein bisschen rein. Aber das wird wahrscheinlich heute fertig. Ein Segen. Ja. Aber mich stresst das nicht. Die fahren halt. Der einzigste Nachteil ist, ich habe keinen Schlepper mehr wieder. Ja, weil ich kann eigentlich im Endeffekt nichts machen. So auf dem Hof mal rumtütern oder sonst was, weil mir fehlt eigentlich immer ein Schlepper. Müssen wir uns nichts vormachen. Das ist wohl so im Leben, aber pff, dann ist das halt so, ne? Weil jetzt großartig Kohle ausgeben möchte ich im Moment nicht mehr. Wie gesagt, ich habe ein Ziel, das ist die BGA, da arbeite ich drauf hin. Klar zahle ich immer schon Kredit dabei zurück. Weil ich einfach meinen Hofbau so ein bisschen abschließen möchte. Und da braucht man noch eine Menge Geld für, ne? 1,6 Millionen. Schon eine Menge Holz, ne? Da muss auch erstmal eine Mission reinkriegen. Ist nicht so einfach, ne? Aber dann dauert's halt. Was soll ich denn sagen? Man merkt schon, dass man mit Seasons spielt. Ey. Ohne Seasons ist das alles ein bisschen leichter, ne? Weil viel mehr Aufträge da sind, viel mehr Variationen mit Seasons. Hier merkst du direkt, dass du halt auch mal. Und wir können auch da lang fahren. Ne? Hätte halt nicht so viel Missionen nachkommen, ne? Aber wie gesagt, mich stört das nicht. Ich hab mich. Am Anfang bin ich immer erst ein bisschen hibbelig, weil dann denke ich, oh, wir müssen dies, wir müssen das, wir müssen jenes. Das licht sich doch nochmal ins Auge. Da bin ich auch ganz ehrlich, aber dazu stehe ich auch immer, dass ich am Anfang hibbelig bin und dann am liebsten alles auf einmal möchte, was leider nicht geht. Finde ich auch ganz gut so. Und dann werde ich ruhiger und dann passt das alles wieder. Dann können wir die nicht wegstellen. Die gute Göwal, ne? Also das muss man auch mal sagen. CP, ne? Heiliges Blechle. Ich musste nur einmal eingreifen, weil ein Zaun war.
sonst liegt CP den Ball schon echt eine ganze Ecke vorher an, hält ab. Auch so, wenn in den Ecken und so, ne, also tippitoppi. Also, ich kann immer nur wieder sagen, CP ist richtig gut geworden. Also, Sack und Asche, ne? Wie gesagt, ich musste nur ein einziges Mal eingreifen beim Ballenpressen. Und das finde ich ist echt enorm. Also, mein Gewicht hätte ich aber auch mal ganz gerne hier wieder. Das geht doch hier dran, ne? Ist das jetzt umgefallen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, natürlich nicht. Fahr mal ein Stück zurück. Steig mal eben aus. Hängen wir mal wieder dran. Das gehört ja hier. Ja, ab und zu musst du halt mal die Supergriffe aktivieren, ne? Weil. Ja, ne? Oh, die meint sich immer irgendwo zu verkeilen. Dass das nicht schön ist. So lange Rede gar keinen Sinn. Du hast noch gar keinen Kurs drin. Wir müssen hier. Feld 41 habe ich nur einen Schwaderkurs gemacht. Die steht drinnen mit 15 Meter, ne? Aber mit 14,5 Meter passt das nur. Muss man sich nichts vormachen. Ich habe das jetzt ein paar Mal schon gehabt. Dann denkst du jedes Mal, der ist zu viel liegen. Deswegen habe ich den 800er auch nochmal neu angesetzt gehabt, weil mir das ziemlich zeitig aufgefallen ist. Hab den Kurs geändert und hab den das nochmal abfahren lassen. Weil auf die Dauer, wenn ihr das die ganze Zeit auf so einer Fläche macht, das sind ja auch Bollen, die die stiften. Das ist zumindest meine Meinung. Und deswegen, nee. Wir wollen ja alles mitnehmen. Wir wollen ja hoffen, dass da ordentlich was für uns hängen bleibt, ne? Also. Dann muss man auch mal sagen. Und erstmal auch mal vielen Dank jetzt hier, ne, für die Resonanz für dieses Projekt. Hätte ich nicht mit gerechnet, aber echt, also muss man ganz ehrlich sagen. Ihr seid da echt cool mit dabei. Vielen Dank dafür, ne? Ich weiß, ich sag immer viel zu selten Danke, weil ich dann nie drin denke. Bin ja ganz ehrlich. Bist du gerade im Flow, massiv und da. Ist also. So, ja, abschließend können wir im Moment nur Feld 17 dünn. Das ist das, was jetzt gerade fertig ist. Macht das mal wieder aus. Abschließen. Ja, jetzt kommt wieder ein bisschen Geld rein. Ja, das Düngen, ne, das frisst echt ordentlich Kohle. Also das sollte man nicht verachten. So ein Düngerstreuer da mal eben wieder voll machen, das sind schon Euronen hier. Deswegen ist das auch ganz gut, dass unsere Düngerproduktion läuft, ne. Da sind wieder 5000 Liter drinne. Ist noch ein bisschen Kompost drinne. Ja, 21.000 Liter, das kann jetzt laufen. Ne? Wenn ich mal einen Schlepper über habe, dann fahren wir mal überall Wasser rein. Ja, Häckselgut, ne? Silage. Haben wir 282.000 hier drin. Und guck mal. Oh Wunder, oh Wunder. Ich habe jetzt auch wieder Silage mit drin stehen. Also liegt es doch am Plan, an der Plan. Premium-Expansion, ja, halt am neuen DLC, ne? Ich wusste das nicht. Wir haben zwar jetzt hier noch rote Beete und Dings mit drinne stehen, aber ich glaube, das kommt auch durch manche Produktion, die ich noch aus Versehen drinne habe. Das läuft jetzt wieder, ne? Also das ist nicht so, dass wir jetzt hier nicht mehr, aber das ist alles. Das ist das, was wir im Silo haben. Den könnten wir auf Dauer mal verklappern, ne? Aber lass erst ein bisschen drinne. 220 Möhren, ne? Steine haben wir jetzt 44. Kalk haben wir noch 85.000 Liter. Mist, 8.000, das machen die Schafe, das ist gut. Dass wir da auch irgendwann mal Mist und Gärreste dann in die Düngerproduktion fahren können. Ja, das ist der letzte Rest vom Diesel, ne? Da waren 25.000 Liter drin, ihr wisst also, wie viel ihr hier durchballert. Da ist noch was von dem Schafstall. Ja, 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 so ein bisschen haben wir noch was. Also die Schafe werden nicht verhungern. 120, ja, Häckselgut. Ja, und die 252 Kartoffeln, das ist das, was wir jetzt im Moment im Silo haben. Und wie immer, ne, Svenny fängt mit der Düngemission an. Was ist das Erste, was er vergisst? So normal müsste das doch jetzt funktionieren, ne? Wie heißt es? Automatische Ausbringung. Klappst du den jetzt nicht zu, oder was? Dann halten wir nochmal kurz an. Klapp den nur erstmal zusammen und dann machst du das.
hoffe, das klappt jetzt. Ich habe diesen Modi noch nicht so ausprobiert. Wir werden sehen. Hier läuft gerade nichts. Ach, fährt ab. Kumme, läuft. Er ist fleißig on the way, ne? Muss. Er ist gleich durch, noch besser. Dann können wir damit anfangen, Ballen abzufahren. Dass wir in die nächsten Missionen können, ne? Weil es ist ja noch ein bisschen was da vor uns. Und das müssen wir auch abreißen. Wir werden hier so ziemlich die gesamten Ballenmissionen abreißen. Feld 4. Wo ist denn Feld 4 nochmal? Weiß ich gar nicht mehr. Ach, das ist hier die kleine Pupsecke. Ja, okay. Jo, mach mal. So, Planung. Ich werde wahrscheinlich hier und hier Mais fahren, ne? Hier haben wir Weizen für Stroh. Dass der Fermenter mal ordentlich voll wird, weil wieder Plan ja ist, die BGA zu fahren. Dass diese beiden Flächen im Frühjahr mit Mais zugedödelt werden, ne? Hier haben wir einmal ein bisschen Raps für die Dieselproduktion. Ja, Feld 80 ist noch nicht so unser Ding, ne? Also da brauchen wir auch noch gar nicht drüber nachdenken. Unsere Wiesen, ja, das läuft. Ja, und dann, ja, wie gesagt, Ziel ist jetzt erst BGA und über was anderes brauchen wir nicht nachdenken. Die BGA ist halt auch wegen Strom, ne? Und dann muss man mal gucken, wie man weiter verfährt. Zellstoff und, ja, Dieselproduktion oder so, ne? Auf Dauer müssen wir dann ja auch Mehlfabrik setzen, aber das lohnt sich noch nicht bei uns, weil wir dann nichts haben. Mehlproduktion brauchst du halt wegen den Kleinen. So sind meine Denkensweisen im Moment. Ja, und Sägewerk halt, ne? Obwohl ich mich da immer noch so ein bisschen gegen sträube, ob ich die Paletten nicht zukaufe, aber dann fehlen dir die Bretter, es fehlt dies, es fehlt das, es fehlt jenes, also wird es auch auf Sägewerk drauf hinauslaufen. Aber damit wir das Sägewerk ordentlich, wie heißt es, bestücken können und das ordentlich läuft wegen Ströme, bin ich als erstes jetzt wirklich, bleibe ich fest beim Ziel der BGA und kann meinen Hof weiter ausbauen. Da geht es mir auch drum. Dass das dann immer schön, dann kann ich den auch nebenher immer schön schick machen, weil jetzt weiß ich noch nicht so, wo kannst du jetzt weitermachen und so. Dass du auf den Hof kommst und direkt denkst, hier bin ich zu Hause, weißt du? So muss das laufen. Und so, da stehe ich auch zu, dass das so sein muss. So, ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Warum fährst du da nicht hin abtanken? Guck mal, der hätte schon länger da sein können. Nee, du machst erst Pause oder was? Einiges Blängle, also manchmal. Fahr doch dahin und dann tankst du den eben fix ab, dann soll ich auch mal fertig werden hier den Laden. Nicht? Das sind ja auch Kosten. Ja. Kosten. Aber wir haben ein paar Zuckerrüben auf Tash, ne? Ist ja auch ganz gut. Was wahrscheinlich irgendwann drauf hinauslaufen wird, dass unser Siegel zu klein ist, ne? Aber dann musst du damit leben. Guck mal, dann kannst du nämlich hier schon mal wieder los. Nimmst hier die Abkürzung von der Geheimausfahrt, ne? Dritter Busch links. Ist hier. So, dann fährst du nämlich schon mal los. Und dann laden wir rennt. Na, na, na. Oh, er ist schon da, guck mal. Die ersten Ballen flattern schon raus. Jene von Dös. Premium, was läuft hier? Hier ist fleißig. Hier ist noch ein Dünn. Hier fährt zur Fläche, ne? Jetzt bin ich ja gespannt wie ein Flitzebogen, ob ich den richtigen Modi eingestellt habe. So finde ich, sind die Bilder vom Shader echt gut, ne? Der ist halt ein bisschen grell, aber das macht mir leid. Aber wie gesagt, ich kriege den nicht mehr so eingestellt nach dem letzten Grafikkarten-Update, wie ich den vorher hatte. Und ich schreibe mir das schon immer auf, ne? Keine Chance. Dann sieht es irgendwie scheiße aus, wenn wir da drin. Deswegen lasse ich das jetzt so. Ich fummel da jetzt nicht mehr dran rum. Dann muss man heute mal die Sunglasses aufsetzen, wenn man das Video guckt. Dann ist das auch schön. Dann denkt man, oh, schön warm, schönes Wetter, gute Laune, ne? Bei den tristen Wetterbedingungen, die wir im Moment haben, ne? So ein bisschen Vitamin D tanken und so. Bin halt ich.
Ist so. Ich mag das so leiden und deswegen bleibt das jetzt so. Guck mal. Ich glaube, ich habe es richtig eingestellt. Kann das sein? Guck mal hier, wir haben faulen Bauern und er hat den Kohl weggemacht. Da habe ich mir gedacht, gut. Haben wir eh keine Maschine für. Also von da hin läuft der laut, ne? Guck mal, er fährt da hin. Es läuft. Ja, Kollege, da, ja, mach mal aus, Klappelinski da schon. Weil sonst brauchst du da gleich so lange. Dann machst du den letzten Rest zu ihm fertig. Korrekt. Ich bin stolz auf dich. Ich habe den richtigen Modi eingestellt. Die Form. Wie gesagt, ich konnte im Moment nicht viel machen. Das ist halt doof. Außer Musik hören und zugucken, ne? Aber das muss ja auch hier laufen, ne? Das ist ja auch Rennen-Business. Es gibt ja nur ohne Kugel. Er ist gleich durch. Schön. Och, der Maurer fährt. Guck. Hier auch die Sunglasses auf, die jetzt verstanden. Und die neumodischen Sicherheitsschuhe, die haben. Gefährlich. Guck mal, schön geschwollen hier. Also das gefällt mir schon. Hat er gut gemacht. Das gibt ja auch nochmal richtig Kohle hier, ne? So. Ich denke, im Dezember, wenn wir Glück haben, könnte es vielleicht mit dem BGA klappen, ne? Aber dann sind wir doch noch ein bisschen von entfernt. Ja, sind wir noch jede Menge von entfernt, weil Spielstunden. Ich hatte eben nachgeguckt, ne? Sind schon eine ganze Menge drauf, ey. Heiliges Blech. Ja, Finanzen, ihr seht's, ne? Da tut sie im Moment nicht viel. Also, ja, 242 haben wir jetzt Lohndienstleistungen Umsatz. Kreditzinsen bleiben erstmal noch, ne? Wir haben noch 9,6 Millionen Kredit. Klar, könnte ich jetzt wieder 100.000 zurückzahlen. Ich glaube, das machen wir auch jetzt. Aber dann nimmst du es hinterher wieder auf, ne? Aber schauen wir mal. Gemara ist fertig. Können wir die zum Hof schicken, ne? Tippitoppi. Dann kann die nämlich jetzt gleich Feld 9 erstmal hier schickifoni ab vorn. Und dann gibt er nämlich auch wieder Geld auf Tisch, ne? Das ist gut. Das kommt raus. Ich will jetzt zum Hof tanken. Komm, ich stelle mich eben hier auf die Straße. Hat der Kurs doch rausgemacht. Hat er nicht. Hätte wieder für Bunsen, man. Guck mal. So, Vollgas. Abflug. Nach Nufen. Dann läuft er. Ja, LKW fährt, ne? Er müsste auch gleich durch sein, ne? 97%, 98%. Geht er in die nächste Mission? Und da dann, ja. Taller. Du musst wandern. In Svennys Tasche, oder wie heißt das Lied nochmal? Da ist er so. Immer schön in Svennys Tasche wandern. Wir haben eilig und dra. Oh, halt mal an, du musst hier nicht immer so übermäßig, dem Kollege. Kostet alle meine Kugel. Das machen wir raus. Das machen wir auch mal raus. Jetzt müssen wir noch Feld 70, ne? Feld 70 noch gleich. Abschließen. Feld 70, okay. Kein Problem für uns. Feld 70. Müssten wir auch jetzt einen Düngerkurs schon haben, oder? Düngen. Der, guck mal, den Kurs laden. Danke. Hier machen wir Feld 70 rein. Perfekt. So, Kollege, dann gib Schubrakete. Fahr langsam, komm schnell an. Wir brauchen Geld. Wir zahlen noch ein bisschen Kredit zurück. Dann geht's mir besser. Habe ich auch nicht so den Drang, das Geld auszugeben, weißt du? Nee, ja, müssen wir Dünger kaufen. Okay, müsste gehen. Wo läuft denn Laden?
BGR is coming now. In 10 years. Was soll ich denn sonst sagen? Aber so ist der Weg, liebe Leute. Ich will jetzt mal zusehen, dass ich noch ein paar Bollen abfahre und dies und das und jenes und die Rügenmission heute durchbürze. Ich sage erstmal danke fürs Zugucken bisher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über einen Daumen freuen. Bin ich ja ganz ehrlich. Wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!